einen Kampf und können sie ihn haben. Ihr Widerstand wird schwächer. Weiter so. Yo, moin, die Flüte und auch heute Landratten und Rädchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Andromeda. So, ihr habt abgestimmt in Folge Nummer 12 über die Zukunft von EOS, ob es ein wissenschaftlicher oder aber ein militärischer Außenposten werden darf. Und ja, ihr habt euch entschieden. Mit 60% zu 40% hat der wissenschaftliche Außenposten gewonnen. Ich blende das Ergebnis mal ganz kurz hier ein. Und ja, Gratulation, es wird ein wissenschaftlicher Außenposten. Von daher machen wir uns gleich mal auf die Reise, um diesen dort vor Ort zu gründen. Plums. Operations. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen zur Andockbucht. Noch sehr vollgestellt hier alles. Ich würde es immer irgendwann mehr Platz hier geben, wenn man hier mal durchrennen will. Das ist denn hier Reinigung oder was? So, auf zur Tempest. Oh, warte mal, wir sollen noch mit einer Journalistin reden. Ist die schon wieder da? Bevor wir hier fünfmal hin und her reisen. Kiri, moin sind's. Der Fall Rancis ist also endlich abgeschlossen. Ich kann gar nicht glauben, dass ich schon über einen Mord berichte. Ja? Hallo? Du nicht. Da oben steht mit Journalistin sprechen. Ich wüsste nicht, dass du. Gibt es jetzt hier mehr als eine? Keine Ahnung. So, zurück auf die Tempest. Rückkehr der Tempestritter. Der kommt mit dem Stift hier. Petra wollte, dass sie sie aufsuchen, sobald sie Zeit haben. Haben wir gerade nicht. Wir müssen gerade einen Außenposten errichten. Aber danach können wir auch gerne mit Petra reden. So. Ein besserer Anfang auf EOS. Das Pythias-System. Ich hoffe immer noch, wir können EOS retten. Wir sind dabei. Mit großen Schritten. In den Kommentaren zu Folge 13 habt ihr euch auch mehrfach dafür ausgesprochen, dass euch die Anreisen zu den Planeten nicht weiter stören. Von daher lassen wir sie drin und machen keine Tappsprünge. So. Yep. Wir nehmen wieder mal mit. Wo war das noch hier, ne? Ja, obwohl die zwei können wir eigentlich lassen. Sie ist ja mehr oder weniger eigentlich, so finde ich, sowas wie erster Offizier bei uns, ja. Der erste Kampfspezialist, ich weiß gar nicht. Was könnten wir sonst noch? Oh, es gibt noch einen Unbekannten, okay. Von wegen. Hat nicht irgendeiner von euch gesagt, die Crew wäre damit komplett? Okay. Also einer fehlt aber noch. Also wir haben den Kroganer, wir haben Pibi und wir haben Veltra hinzubekommen. Wobei sie ist, glaube ich, eher so auf diese Relikt-Tech aus. Da sind wir jetzt eigentlich durch mit. Wir waren ja im Gewölbe schon drin. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas kommt jetzt, aber ich glaube nicht. Weil an Mission war jetzt auf dem Planeten nichts mehr. Er ist hier unser Hardcore-Krieger und sie, naja, so eine Spezialistin, Söldnerin irgendwie. Von daher, wir lassen uns einfach dabei bei unseren Zweien hier ausbestätigen.
zweite Sinkflug ein. Die Werte passen. Alles ruhig. Die Strahlenbelastung nimmt zu. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. So, hier unten irgendwo war das. Ich keine übrigens kritischen Strahlungswerte registriert. Oh. Ihr könnt übrigens mal, was ich eben gerade gemacht habe, war eine Schnellreise. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das damit einverstanden seid, weil ich finde, es spart uns wirklich eine Menge Zeit, diese Schnellreise zu machen, weil sonst fahren wir jedes Mal hier 5 Minuten über den Planeten, nur um von A nach B zu kommen. Wenn ihr das aber rein des RPG-Feelings drin haben wollt, dann sagt Bescheid. Dann lassen wir es halt mit drin. So, wo war jetzt die Dauer der Auspassung? Hier werden wir unsere neuen Außenposten errichten. Ein echter Anfang. Bereite Errichtungsbefehl vor. Sie müssen festlegen, welche Aufgabe dieser neue Außenposten erfüllen soll. Hat die Nexus dabei kein Mitspracherecht? Die Ressourcenknappheit ist kritisch. Laut Protokoll fällt diese Entscheidung nur der Pathfinder. Mit den aktuellen Vorräten könnten Sie einen Militäraußenposten errichten, der sich auf Verteidigung und die Ausbildung der Miliz konzentriert. Alternativ wäre ein wissenschaftlicher Außenposten möglich, der die Forschung der Initiative vorantreibt. So, ja, das ist eine große Entscheidung. Ich bestimme die Ausrichtung dieses Außenpostens für Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte. Genau das ist die Verantwortung eines Pathfinders. Beachten Sie, dass der erste Außenposten, den ein Pathfinder errichtet, in sich selbst eine Botschaft transportiert. Ob gerechtfertigt oder nicht, Ihre Entscheidung repräsentiert die Initiative und Ihre Pläne in Andromeda. Wählen Sie mit Bedacht. Oh, dieser Druck, ich halte ihn nicht aus. Ja, ihr habt entschieden, mit 60% und es wird ein wissenschaftlicher Außenposten werden. Forschung und Entdeckung sollen Vorrang haben. Das ist unser Fundament und unsere Zukunft. Befehle vorbereitet, bereit auf Ihr Signal. Andromeda-Initiative, hier spricht Ryder, der Pathfinder. EOS ist bereit für die Erschließung. Verstanden. Wir sind auf dem Weg. Und mehr als bereit. August Bradley, Einsatzleiter dieses Blocks. Und jetzt wohl Bürgermeister. Wir sind bereit, Ihre Arbeit fortzuführen. Wunderbar. Ba, 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 ba.
dann passen sie gut darauf auf. Ja, okay, macht er wahrscheinlich eh. Ich weiß, es war nicht nur meine Arbeit, ja genau. Das Team hat's gemacht. Es war die Arbeit vieler. Ohne sie wären wir nie so weit gekommen. Das weiß ich. Prodromos. So nennen wir ihn. Sie sind so engagiert. Das hat uns gefehlt. Eos ist bei weitem keine goldene Welt. Aber es ist ein erster guter Schritt. Für sie haben sie ein Wunder vollbracht. Die Nexus. Ich hatte sie gewarnt. Hoffnung schien verantwortungslos. Aber ich lag falsch, Pathfinder. Will die sich jetzt ernsthaft mit uns verbünden? Nach all dem, wie sie uns begrüßt hat. Sie sind der Pathfinder, wo ist Alex? Sie sind nur so jung, bla bla bla. Ihre Skepsis war berechtigt. Gar nicht, wir sind der Pathfinder. Wir schaffen alles. Was ziehen Sie hier ab? Ist es plötzlich vorteilhaft, meine Freundin zu sein? Ja, vermutlich. Okay. Ryder, Sie haben uns Zeit verschafft, aber ein Außenposten auf einem ziemlich hoffnungslosen Planeten löst unser Hungerproblem nicht. Und da geht's meckerwillig los. Haben Sie schon eine weitere Spur? Den Nav-Punkt aus dem Gewölbe. Jetzt wird es kompliziert. Die anderen sind bereit, ihre Bestrebungen zu genehmigen, um an ihrem Erfolg teilzuhaben. Wir alle wollen, dass die Initiative ihr Ziel erreicht. Über das Wie sind wir uns allerdings uneins. Sehen Sie sich einfach vor. Okay, Streitereien sind sinnlos, sie sind genauso manipulativ. Ich meine, das hier wäre echt eine sehr logische und sehr kalte Antwort. Irgendwie würde ich das hier bevorzugen. Streitereien sind sinnlos, weil es echt die beste Antwort ist. Diese ganzen Anführer, diese ganzen, ich nenne sie immer, keine Ahnung, ob es Politiker sind, aber man kann sie ja so einstufen, ja. Ob es jetzt Ten, ob es jetzt Addison oder Kendris ist, die sind sich alle so uneins in einer Situation, wo eigentlich die Führungsriege zusammenarbeiten muss. Von daher würde ich sagen, hiermit stacheln wir sie eigentlich noch weiter gegen uns auf, glaube ich, keine Ahnung. Aber das hier ist echt die sinnvollste Antwort. Wir sind nicht in Andromeda, um darüber zu streiten, wer recht hat. Dennoch tun wir es. Reden Sie mit Bradley. Später sprechen wir dann über die erweiterten Aufgaben eines Pathfinders. Bis dahin erwartet Sie Tan auf der Nexus. Die Strahlenbelastung nimmt zu. Na super. Mit Ten im Pathfinder Hauptquartier auf der Nexus sprechen. Was? Alp-Kryo-Betriebvorteile? Ah, okay. Kommen wir hier runter? Wahrscheinlich nicht. Didum. So, Alter, was fliegen hier eigentlich überhaupt alles hinweg? Ganz schön laut hier. Die hätten uns auch mal unten absetzen können nach dieser Zwischensequenz. Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Wunderbar, so. Also wir sollen noch diesen Bradley sprechen, den neuen Bürgermeister hier von Podromos. Und anschließend können wir dann wieder zur Nexus zurückkehren, da wartet dann Ten wieder auf uns und ganz viele kleine Aufgaben wahrscheinlich. So. Wo ist denn jetzt hier der Bürgermeister eigentlich? Wurde er eigentlich angezeigt? Oh, hier ist viel zu tun. Erinnerungsauslöser, also den können wir mal mitnehmen gleich. Shuttles sind Gott sei Dank gar nicht laut, wa? Aber ist das hier nicht sogar... Ach, guck mal, direkt nebeneinander hier. Wunderbar, wie praktisch. Noch ein eidetischer Auslöser, Sam? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich.
Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Okay, okay. Bürgermeister Bradley. Pathfinder, schön, Sie zu sehen. Dank Ihnen stecken wir bis zum Hals in Arbeit. Es ist zwar ein bisschen staubig, aber daran gewöhnen wir uns schon noch. Wenn es um das eigene Zuhause geht, ist es das wert. Absolut, ja. Oh ne, ist zu hart. Ich will kontinuierliche Berichte. Ja, das. Ja. Wir sollten den Leuten nicht zu viel zumuten. Es war schon hart genug, überhaupt so weit zu kommen. Niemand musste angetrieben werden, um das zu erschaffen, was Sie hier sehen. Die Leute sind einfach bereit. Erledigen Sie einfach, was auch immer Sie auf der Nexus zu erledigen haben. Auf Eos wird es später noch genug zu tun geben. Einige Schlüsselpositionen. Connor, Nachschub. Ramirez, medizinische Versorgung. Abrams, Wissenschaft. Fawkes, Technik. Dank Ihnen und meinem Verwalter werden wir nicht wie Anlage 1 und 2 enden. Sie hatten wirklich keine Chance. Sie wussten nicht, was sie hier erwartet, wurden von den Cat regelrecht überrannt, hatten keine militärische Unterstützung, hatten keinen Pathfinder, hatten eigentlich gar nichts. Sie mussten eigentlich sie wurden ins Kalte geworfen, ja, und sind mehr oder weniger erfroren oder ertrunken, je nachdem, wie man es betiteln möchte. Die ersten beiden Außenposten hatten nicht den Hauch einer Chance. Das war jedem vor Ort klar. Ich habe das Briefing gelesen und ich sorge schon dafür, dass jeder Einzelne von uns wachsam bleibt. Sie, Pathfinder, haben diesen Planeten verändert, aber deshalb ist es hier noch lange nicht leicht. Was unsere Vorgänger erreicht haben, wird uns enorm weiterhelfen. Sie waren gute Leute, jeder Einzelne von Ihnen. Es wäre mir eine Ehre gewesen, mit jedem von Ihnen zu scheitern. Was? Okay. Blicken Sie trotzdem lieber weiter nach vorn als zurück. Das ist ja schon fast depressiv. Es ist für meine Ehre gewesen, zu scheitern. Was? Nee. Wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen und damit fortfahren, hier etwas aufzubauen. Fortfahren? Wir müssen damit anfangen. Wir müssen wirklich etwas aufbauen, anstatt einfach nur zu überleben. Oh, und Pathfinder? Die hier ist für Sie. Unsere Flagge. Hängen Sie sie irgendwo auf, wo sie jeder auf der Nexus sehen kann. Sie hat den Boden unseres ersten Außenpostens in Andromeda berührt. Zeigen Sie ihnen, dass unser Traum wahr geworden ist. Kehren Sie auf die Nexus zurück und kommen Sie irgendwann später wieder, Pathfinder. Dann wird in Prodromos bestimmt mehr los sein. Okidoki. Dann wollen wir mal zur Tempest zurück. Kommen wir denn jetzt eigentlich ins Wasser? Ach, hier ist eine Brücke, okay. Na, guck mal, hier ist sogar mal wieder so ein intakter Ring. Diese Wasser. Ich hoffe sehr, dass diesen Wissenschaftlern hier draußen nichts zustößt. Wir sind hier, um zu forschen und zu lernen. Das ist es, was uns ausmacht. Ich frage mich, was sich unsere Wissenschaftler für EOS einfallen lassen werden. Was ist das für ein Mega-Antenne da oben? 4K HD-TV oder was? Naja, wahrscheinlich die Verbindung zur Nexus, aber gleich zwei solche Riesenteile. Okay. Hier diese Wasseraufbereitungsanlage aus Anlage 1, diesmal intakt und nicht vom Wind auseinandergerissen, steht diesmal auch ein bisschen geschützter. So, geht's hier rüber? Ne, da ist noch das Wasser. Wir können wahrscheinlich viele von diesen Containerhütchen hier auch nochmal betreten. Will ich jetzt aber gar nicht. Ich will jetzt erstmal mit euch zurück zur zur Nexus und da die ganzen Missionen mit Ten reden und so weiter und so fort erledigen, bevor wir hier uns noch mehr Mini-Missionen aufschwatzen lassen. Das bringt zu viel durcheinander, glaube ich, dann, wenn wir dann erst später zurückkommen. Gott, die Tempest ist aber auch ein Riesenschiff irgendwie, ne? Wirkt innen drin gar nicht so groß. So, betreten bitte. Danke. Sind im Steigflug. Atmosphärenaustritt erfolgt. Bevor wir mit der Besprechung beginnen, möchte ich PB und Drac noch ihre Quartiere zuweisen. Ich habe meinen Rucksack schon in die Küche gestellt. Ich würde gerne dort bleiben, falls das okay ist.
Und ich bin in einer der Rettungskapseln. Das ist mehr mein Ding. Das ist fantastisch. Willkommen an Bord. Irgendwelche Anmerkungen, Ryder? Okay, damit hätten wir das Platzproblem der Betten definitiv gelöst. Pibi pennt in der Rettungskapsel, der Drogana pennt in der Küche. Krogana, pennt in der Küche. Und es bleiben eigentlich nur übrig Liam, Cora und Vetra. Und ich glaube, wir hatten, glaube ich, 4 Betten. Ne? Kommt hin. Müssen wir gleich mal gucken. Könnt gleich unten nochmal vorbeischauen. Perfekt. Geht genau auf. Fahren Sie zukünftig vorher? Ach, wegen der Aufteilung der Räume, ist mir eigentlich völlig egal. Hauptsache, jeder hat seinen Pennort. Wir sind Abenteurer. Solange sich das Team wohlfühlt, ist mir alles recht. Reden wir über unseren Erfolg auf Eos. Wir haben unseren ersten richtigen Außenposten errichtet und darüber hinaus noch mehr geleistet. Wir haben die Relikte entdeckt und sind in ihr Gewölbe eingedrungen. Und wurden nicht getötet. Haben die Strahlenkrankheit überwunden. Sogar mehrfach. Und sind nicht gestorben. Wurden an jeder Ecke von Cat angegriffen. Und wurden wieder nicht getötet. Sie sollten die Messlatte für das, was als Erfolg gilt, wirklich etwas höher legen. Wollen wir vielleicht die kroganische Definition von Erfolg nehmen, durch die ihre Heimatwelt von ihren eigenen Leuten zerbombt wurde? Auch wieder wahr. Konzentrieren wir uns auf die aktuelle Aufgabe, den Blick nach vorne. Genau. Ich habe dazu nur eine Frage. Wann greifen wir das nächste Gewölbe an? Es sah aktiv aus. Wir müssen handeln. Langsam, langsam. Wir dürfen keinesfalls vorschnell handeln. Die Initiative hat Prioritäten. Das Team bestimmt, was gemacht wird. Genau genommen bestimmt der Pathfinder, was gemacht wird. Nur damit das klar ist. Also, was brauchen Sie von uns, Ryder? Harte Arbeit. Kommen Sie miteinander aus? Also, ich habe so ein bisschen noch das Gefühl, dass die alle noch so ein bisschen miteinander konkurrieren hier. Die Pibi ganz außen fahren, die irgendwie nicht so richtig zur Initiative gehört. Also die drei da in der Ecke, Cora, Vetra und Liam, die waren ja wirklich als einzige die ganze Zeit in der Initiative. Vetra auf der Nexus, die anderen, Cora und Liam bei uns auf der Hyperion. Und der Krogana war so ein Außen-Outlaw-Kämpfer da quasi. Von daher würde ich sagen, das Wichtigste ist erstmal, dass das Team zusammenwächst, diese ganzen Gruppierungen. Lassen Sie uns einander freundlich behandeln und Vertrauen geben. In dieser Hölle eine Heimat für Zehntausende zu finden, ist stressig genug. Auch ohne Probleme miteinander. Verstanden, Boss. Krogana sind bekannt dafür, gut mit anderen auszukommen. Aber nicht für ihre Bescheidenheit oder ihre präzise Selbsteinschätzung. Okay. Zurück auf die Nexus. PB, Drac, lassen Sie sich von Lexi durchchecken. Gute Besprechung. Okay. Wir sind wieder hier im Konferenzraum. Ryder, wenn Sie mal kurz Zeit haben, schauen Sie doch bitte in der Krankenstation vorbei. Kriegen wir hin. Ah, guck mal, hier ist unser kleiner Affe. Na gut, affenartig sieht er jetzt auch nicht gerade aus, aber... Streicheln, was passiert dann? Ups, sieht aus, als wäre unser Pijack-Freund aus seinem Käfig entkommen. Naja, ihm wird schon nichts passieren. Und ein bisschen Bewegung kann vermutlich nicht schaden. Hallo. Kuckuck. So. Hallo. Schön. So. Ein Bericht von der Nexus. Die Bevölkerung wächst, da immer mehr Leute geweckt werden. Viele Siedler warten auf eine neue Heimat. Bradley wird mehr Hilfe bekommen, als er verkraften kann. Ja, sie müssten schon bald mit der Aussaat beginnen können. Ich bin mir nie sicher, ob ich sie genug gieße. Oder vielleicht zu viel? Ich bin auf einem kleinen Frachter aufgewachsen und kannte Gärten nur aus Videos. Aber ich habe sie schon immer geliebt. Ich habe davon geträumt, einen großen Rosengarten anzulegen, wenn wir erst hier sind. Manchmal stelle ich es mir immer noch vor. Rosen in Helios. Okay.
Die Idee gefällt mir. Sie sind ja eine... Okay. Die Idee gefällt mir. Also wir merken uns auch mal Cora. Oder hatten wir die schon? Warte mal. Doch. Okay. Ja, die Idee gefällt mir erstmal. Mir gefällt die Vorstellung, etwas Schönes von einer Galaxie in die nächste zu bringen. Jeder in der Initiative hat so etwas Schönes. Ich brauchte einen neuen Traum, nachdem ich die Asari-Elite-Einheit verlassen hatte. Oder genauer gesagt, von meiner Mentorin Nisira fortgeschickt wurde. Wieso hat sie das getan? Sie sagte nur, die Initiative passt besser zu ihnen. Ich war gerne eine Jägerin, aber sie ließ sich nicht umstimmen. Okay. Das klingt, als wäre ihr wichtiger gewesen, was gut für sie ist, als was sie wollten. Zurückgewiesen zu werden, war nicht gut für mich. Aber es war nichts Neues für mich. Wenn deine Biotik zu einer Waffe mit Jägerinnen-Niveau gemacht wird, reagieren viele komisch darauf. Die Initiative wirkte auf mich besser. Auch wenn mir unklar war, wie ich in ihre schöne neue Galaxie passte. Ich hab nie irgendwo reingepasst. Dann bin ich einem Spinner namens Ryder begegnet. Er sprach über die Reise nach Andromeda, als wollte er einem eine neue Sichtweise auf sie vermitteln. Okay, mein Vater konnte inspirieren. Was hat sie überzeugt? Es gibt keine Gewissheit. Was hat sie überzeugt? Was an dieser Vision hat sie dazu gebracht, den Schritt zu wagen? Eine Zivilisation, in der jeder einen Platz hat, sogar KIs. Oder eine übermäßig starke menschliche Biotikerin. Ihr Vater hat gesagt, anders sein ist okay. Stellen Sie sich jetzt vor, dass Sie willkommen sind und dafür sorgen, dass das bei anderen auch so ist. Ich konnte mit 13 schon Stahlträger verbiegen. Durch ihn habe ich mich gefragt, wie es gewesen wäre, wenn jemand zu mir gesagt hätte, das ist okay. Ja, definitiv. Er gab Ihnen einen Traum, auf den Sie hinarbeiten konnten. Darin war er wirklich gut. Wer will nicht irgendwo dazugehören? Vor allem zu so etwas wie der Initiative. Also habe ich in der Initiative mein Bestes gegeben. Ich habe immer an die kleine Nische gedacht, die ich haben wollte. Einen eigenen Rosengarten. Ich dachte, ich wüsste, was aus mir werden würde. Es geht also darum, dass Sie nicht Pathfinder geworden sind? Ich dachte nicht, dass es immer noch wehtut. Nisira, Ihr Vater, meine Eltern. Sie gehen und lassen mich ohne Antworten zurück. Ohne Platz im Leben. Ja, wir alle haben irgendwie jemanden verloren hier. Das ist alles nicht fairer. Sehen Sie nach vorne, Cora. Ja, komm mal, ein bisschen mitfühlsam hier sein. Ich verstehe Sie. Wir hatten in letzter Zeit alle mit vielen Enttäuschungen zu kämpfen. Sie machen Ihre Aufgabe gut. Für jemanden ohne Ausbildung, Ihre Nummer 2 zu sein, ist gar nicht so schlimm. Und wenn diese Relikt-Technologie hält, was sie verspricht, bekomme ich vielleicht eines Tages auch meine Rosen. Okay. Jetzt haben wir Cora's Einsicht. Schon mal. Können diese Pflanzen hier schon scannen? Nee. Bin gespannt, ob die irgendwann wirklich hier irgendwo eingepflanzt werden und zum Einsatz kommen. Ich meine, ist ja interessant, was wir hier alles dabei haben, ne? So. Die Ärztin wollte uns sprechen. Das ist, glaube ich, auf dem unteren Deck hier, da, ne? Und mach dem Pathfinder nicht so viel Ärger. Hör auf, dir Sorgen zu machen, Arusha. Alles wird gut. Ja, ja. Hast du dich schon eingerichtet? Ja, mein ganzes Zeug ist hier. Auch dein Reparaturkit und die Ersatzteile? Ich habe das Notfallset, das du mir zusammengestellt hast, immer bei mir. Gut, sehr gut. Ich melde mich dann später nochmal. Mach dem Pathfinder nicht zu viel Ärger. Ach, Rushan.
Mit wem haben Sie geredet? Cash, Nexus-Stationsleiterin. Sie glaubt, sie kann mich rumkommandieren, nur weil sie meine Enkelin ist. Was ist denn das für eine Antwortmöglichkeit? Wir mögen hier Ärger, kein Ärger klingt perfekt. Naja, nehmen wir das. Kein Ärger klingt gut. Wie wär's, wenn wir uns daran halten? Cash sagte, nicht zu viel Ärger, Kleiner. Nicht kein Ärger. Die Cats sorgen schon dafür, dass es immer irgendwo Ärger gibt. Das ist nicht gerade beruhigend. Das Leben hier draußen ist beunruhigend. Aber daran gewöhnen Sie sich schon noch. Ist das alles, was Sie mitgebracht haben? Wenn die Vorräte knapp sind und man auf sich allein gestellt ist, lernt man, mit wenig auszukommen. Ja. Die Nexus hat Vorräte. Das ist aber eine sehr kalte Antwort. Auf sich gestellt zu sein ist schwer, ja. Es war bestimmt keine einfache Entscheidung, die Nexus zu verlassen. Doch, eigentlich schon. Weil es unmöglich war, weiter dort zu bleiben. Nach der Meuterei hatten wir die Wahl, vor Tan zu kuschen. Oder unsere eigene Kolonie zu gründen. Die Entscheidung war einfach, trotz der Konsequenzen. Also ich habe das Gefühl, Tan hat ziemlich viel dazu beigetragen, dass die Entzweiung stattgefunden hat. Und was mit Cash? Ja. Nicht alle Kroganer haben die Nexus verlassen. Ihre Enkelin ist geblieben. Ja, zum Glück. Ohne meine Rushan gäbe es vermutlich gar keine Station mehr, an der sie mit ihrem Schiff anlegen könnten. Und was mich angeht, ich bin hier draußen deutlich besser aufgehoben. Hier gibt's wenigstens immer was, worauf ich schießen kann. ja, kann definitiv verstehen. Ihr Volk steht an erster Stelle. Für mich hat die Sicherheit von Cash und der Kolonie oberste Priorität. Deshalb komme ich auch gerne mit und helfe dabei, diese Galaxie ein wenig einladender zu machen. Dagegen lässt sich nichts sagen. Okay. Ich sehe jetzt eigentlich unser Chefkoch hier auch gleichzeitig mit. Aber wie schläft der hier? Im Sitzen? Oder mit der Panzerung hier komplett aufgerollt? Als Kugel? Naja, so, wo war jetzt nochmal das Badezimmer? Ich glaube, hier war Crewquartiere. Ja, da war hier Mad Bay. Sie sind nicht Harry. Was hat mich verraten? Meine blaue Haut? Habitat 7 war letztlich doch ein bisschen zu aufregend für Harry. Er hat sich entschieden, seinen Ruhestand auf der Hyperion zu verbringen und sich um ihre Schwester zu kümmern. Ruhestand, okay. Ja, clevere Entscheidung, damit würden wir ihn bevorzugen. Ich würde sagen, willkommen an Bord erstmal. Freut mich, Sie bei uns zu haben, Dr. Tepero. Danke, ich werde mein Bestes geben. Und jetzt halten Sie still. Au! Tut mir leid. Nette Begrüßung. Soweit ich mich erinnere, waren Sie auch schon mal sanfter. Ich muss mich noch an die Situation gewöhnen. Ich dachte, ich würde Kolonisten aufwecken. Stattdessen kümmere ich mich jetzt um den Pathfinder. Das ist doch der Beförderung, also. ja, bisschen Motivation. Ich bin mir sicher, ich bin bei Ihnen in den besten Händen. Ich habe gerade auf Sie eingestochen. Wir alle haben mal einen schlechten Tag. Ich wollte schon immer an Außeneinsätzen teilnehmen, aber jetzt geschieht alles so schnell. Konzentrieren Sie sich auf das Positive. Das hilft. Sie haben recht. Ich schätze, das ist meine Gelegenheit, fremde Spezies aus nächster Nähe zu studieren. Es wäre schwierig, ein Cat-Exemplar auf die Hyperion zu bringen, aber hier? Was? Einen Cat-Leichnam für eine Autopsie. Ein lebendes Exemplar wäre natürlich noch besser, aber ich bin ja bescheiden. Wieso interessieren Sie sich für die Cat? Hat Harry es Ihnen nicht erzählt? Ich bin Expertin für Alien-Anatomie. Meine Dissertation über die kroganische Virilität und Aggressivität hat mir meinen Platz in der Initiative eingebracht. Oh, okay. Ich schreibe es jetzt gleich mal mit auf. Also, wie hieß sie? Lexi, ne? Lexi, das wird eine sehr, also das hier wird ja echt, also
Ich glaube, wir können das Ding umbenennen von Tempest in Loveboat, oder? Lexi, schreib mal hinter. Doktor, ich kann die so gar nicht wahrscheinlich auseinanderhalten. Doktor. Kiri war die TV-Moderatorin. PB und Corey kriege ich gerade noch so hin. So. Interessante Dissertation. Wie nennen wir das hier? Anatomin? Ärztin? Das ist ein ziemlich beeindruckender Lebenslauf. Ich bin außerdem approbierte Psychologin. 275 Jahre sind reichlich Zeit, um sich in mehreren Fachbereichen zu spezialisieren. Aber wir hatten gerade über die Cat gesprochen. Eine Autopsie könnte uns Aufschluss über mögliche Schwächen geben, über ihre durchschnittliche Lebenserwartung. Verstehe. Denken Sie einfach darüber nach. Sam, achte darauf, dass der Pathfinder auch brav sein Gemüse isst. Sam, letzten Eintrag ignorieren. Wir essen Fleisch. Nein. So, was haben wir hier? Wir haben noch ein Datenpad. Sie schaffen das. Sie brauchen keinen alten Mann, der einige hundert Jahre jünger ist als Sie, der Ihnen sagt, dass Sie für diese Sache bereit sind. Ich sage es trotzdem, weil ich weiß, dass es wahr ist. Sorgen Sie für die Sicherheit Ihres Riders. Und ich mache dasselbe mit meinem Harry. Quasi nochmal so ein Übergabeprotokoll von unserem eigentlichen Doktor, dem Harry, den wir mal am Anfang kennengelernt hatten, der mit uns auf Habitat 7 war und ich glaube unsere Schwester bewacht oder überwacht mittlerweile. Respect-Station, okay, guti. Dann würde ich sagen, wo kommen wir noch hin? Das ist der Maschinenraum, nee, das ist nicht der Maschinenraum, das ist der Frachthangar. Können wir hier noch mit jemandem reden? Mit Vetra zum Beispiel? Die wollte uns, glaube ich, auch mal irgendwie sprechen. Vetra, ich habe gehört, dieser Witzbold hat Sie auch beim Pokern geschlagen. Wo haben Sie das gehört? Ein kleiner Brody hat Sie gezwitschert. Ein schadenfroher Brody. Es war knapp. Sie haben besser gespielt als Drag. Aber das heißt nicht viel. Vorsicht. Vergessen Sie ihn. Wir sollten alle zusammen spielen, um zu trainieren. Und dann machen wir ihn fertig. Das ist gut. Hey, Costa, sind Sie dabei? Nein, danke. Ich brauche meine Crans und meine Klamotten und beide Nieren. Oh Gott. Nieren? Aber was spielt ihr da, liebe Freunde, beim Poker? Ja, ich würde sagen, die restliche Gruppe fragen wir dann in der nächsten Folge, weil wir sind bei fast 40 Minuten. Ich weiß, es ist immer sehr langsam, weil wie wir hier vorankommen, aber es liegt auch daran, dass die Leute sehr viel reden. Das Spielprinzip ist hier ein bisschen anders als bei den meisten anderen Spielen. Es ist halt sehr storylastiger, sehr viel intensiver und man hat nicht so den Hauptfaden, den man folgen kann, sondern es gibt immer sehr viele Nebengeschichten. Und ich möchte euch das Spiel natürlich immer, wie bei allen meinen Spielen, immer lieber zu 100% zeigen, anstatt einfach nur straight ahead durchzurasen. Ja, von daher, ich mache die Folgen schon mit Absicht teilweise ein bisschen länger, um auch wirklich mehr zu zeigen pro Folge, aber irgendwie muss ich sie ja natürlich auch rendern und hochladen können, ohne dass es Terabyte große Dateien werden. Von daher, ich breche jetzt hier mal ab. Wir sehen uns dann am Montag um 18 Uhr wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da und ein Abo und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut und Hummel, Hummel, Moss, Moss. Ja, wir wurden überrumpelt. Der Archon beherrscht sein Spiel. Also ändern wir die Regeln. Er ist ein Mensch aus einer anderen Galaxie. Ein Pathfinder. Ich brauche keine Armee. Ich habe einen Kroganer. Ganz recht. Das wird spaßig. Genau das wir wollten, wir.